Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic Teil 2 Gates to Another World. Und ich befinde mich immer noch hier jetzt in der Wand jetzt. Ich habe es nämlich nochmal gemacht und bin jetzt wieder zurück. Habe diesen Knopf gedrückt und jetzt gehe ich nochmal ein Feld zurück. Und was sehen wir hier? Ein paar Snowbeasts noch. Ja. Muss dazu sagen, ich habe irgendwie zwei Anläufe gebraucht, damit ich auch die richtigen Gegner habe, um diesen Rand quasi zu schaffen. Und jetzt sind wir hier und haben dieses Snowbeast. Wollen wir mal gucken, was mit denen ist. Bosch darf übrigens jetzt immer anfangen, weil der jetzt noch diesen komischen Stab bekommen hat. Ich habe nämlich auch noch einen ganz tollen Gegenstand, pardon, ganz tolle Gegenstände bekommen. Der hat nämlich jetzt auch mehr. Oh, die hauen ja wieder gut rein. Super Schneebestien. Klasse. Die sind natürlich alle schneller als ich. So, das erste ist weg. Und das zweite ist weg. Und da geht schon der erste down. Und der zweite geht down. Oh, scheiße. Big Booty, dich können wir mal exchangen jetzt. Du kannst mal mit Steve Austin tauschen. Damit bist du wenigstens vorne. Bosch, wo stehst du? 79. Du kannst von hier aus mal weiter schießen. Meine Fresse, hauen die rein. Garibaldi, das nächste. Big Booty. Bosch 22. Oh, jetzt Boba Fett geht auch down. Ich fürchte, das war nicht gut. Garibaldi haut den noch weg. Dr. Watson muss in den Nahkampf gehen. Bitte mit. Vor ihn gehen. Er ist weg. Oh, 16, das ist nicht. 27. Nein. Och nee, das gibt's doch nicht. Lass noch mal und das war's. Ach shit. Verdammt noch mal. Das ist jetzt ärgerlich, verdammt. Ich habe so schöne Sachen gekriegt gehabt, aber offensichtlich ist das hier dann der Weg auch noch mal zu schwer. Also dieser Rand, der ist doch zu schwer für mich. Schade. Es hätte so schön klappen können, aber gut, wenn das nicht will, dann will das nicht. Dann nehmen wir halt den Trostpreis, das Geld, was wir hier haben. Denn wenn man so dermaßen scheinbar weggehauen wird, gibt es wohl immer irgendwo auch einen Trostpreis, ne? Wenn man mal guckt bei dem Geld, so kann man natürlich auch Geld anhäufen. Und man sieht hier, oh, da haben sie schon das Plus. Und die haben alle das Plus gekriegt. Sehr gut. Nee, dann wird das halt nichts mit dem. Dann werden wir hier halt den Untergrund ein wenig erforschen müssen. Und hier nebendran ist ja auch noch irgendwie so ein Raum, der scheinbar auch noch irgendwas von uns will. So, also dann erforschen wir halt den Untergrund. Nein, ich will hier nicht rein. Nein, will ich auch nicht. Und hier nebendran gibt es eine Treppe und jetzt habe ich auch das fehlende Ding. Und wir gehen in den Untergrund. Hurra! So, jetzt machen wir erstmal Licht. Und jetzt kannst du auch gleich erstmal wieder unsere Zauber machen. Weil das ist nämlich echt nervig jetzt hier. So, du hast die Zauber und Boba Fett macht Protect Magic.
Und ach, immer wieder dieser falsche. Und Levitate, damit wir schweben. Und ich glaube, mehr brauchen wir jetzt gerade nicht. So, dann gucken wir mal. Wir sind unten rechts. Alles klar. Gucken wir mal, wo wir richtig hinkommen jetzt, ne? Dann schauen wir. Zack. Also hier in der Ecke geht's schon mal rum. Und so auch. Okay, also eine Weile geht's da rum. Was haben wir hier? Deadly Rattler, Horseman, Royal Horseman, okay. Die sind auch hier unten. Attack. Und ich würde sagen, wir kriegen schon wieder aufs Maul. Und die Horsemans gehen nach vorne. Jawohl, muss ja sein, ne? Komm. Ey, warum machen die... Warum machen wir so schlecht Schaden jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. View. Level 10, Level 1, Level 10. Du hast einen... Eine Flamberge, plus 3. Und du machst so schlecht Schaden. Ich würde sagen, ich gehe hier gleich wieder drauf. Oh Mann, ey. Darf nicht wahr sein, oder? Ist heute der Tag des ewigen Draufgehens, oder was? Ich habe keinen Bock mehr. Echt jetzt hier. Also, geht ja super los in dieser Stadt. Ja, komm. Killt mich noch den Rest. So, bitte noch den Rest killen. Alles klar. Gut. Dann wieder zurück zur Ausgangsposition. Diesmal finden wir aber keinen Schatz. Schade. Na gut. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir das mit Tundara mal, ne? Machen wir das, was wir am besten können, ne? Wir gehen erstmal raus aus Tundara. Und wo befinden wir uns? Wir befinden uns an dieser schönen Stelle. Das haben wir alles noch nicht richtig aufgedröselt hier, was es hier sonst noch alles gibt. Weil ich glaube, der Weg war mir auch zu gefährlich. So, jetzt will ich mir meine netten kleinen Boni wiederholen. So, gehen wir zurück. Und jetzt sind wir hier, wunderbar. Und jetzt hole ich mir erstmal meine Boni, indem ich aus dieser Fountain trinke. So, und jetzt kann ich nochmal Protect machen. Und du kannst auch nochmal Protect Magic machen. Und du kannst nochmal Levitate machen. Und dann darfst du auch noch Eagle Eye anmachen. Und der Bosch darf Guard Dog anmachen. So. Und der Dr. Watson darf... Darf er irgendwas machen? Der darf. Komm, Lasting Light darfst du anmachen. So. Ach so. Natürlich darfst du immer wieder draus trinken. Und natürlich darf er Walk on Water anmachen. So, wo haben wir es denn? 3.6. So. Damit haben wir nämlich das wenigstens. Okay. Und jetzt darfst du nochmal trinken. Und dann haben wir wenigstens unsere Punkte. So, 200 Spellpunkte. Und dann können wir wenigstens jetzt ein bisschen untersuchen noch. Denn etwas hatten wir halt jetzt nicht gemacht, ne? Wir sind halt hier gewesen. Ja, das haben wir auch alles schön ordentlich untersucht. Aber wir waren nicht in dem Feld 1 tiefer, nämlich hier. Da waren wir nämlich noch gar nicht drin. In B2 waren wir noch nicht drin.
und dann gucken wir uns jetzt einfach mal B2 an. Wenn wir jetzt unter der Stadt Tundara nicht weiterkommen und im Außenbereich nicht weiterkommen, auch wenn das etwas knapp war, machen wir halt das jetzt hier so. Okay, so, den Wald in Ruhe abgehen, so, immer schön eins nach dem anderen. Zack, zack, zack. Oh, was haben wir hier? Griffins. Ah, und die hauen auch gut rein schon, ne? Attack, attack, attack. Und Dr. Watson macht ah shit, jetzt habe ich auch diese ganzen tollen Gegenstände nicht mehr. Och nee, oder? Echt jetzt? Habe ich sie wirklich nicht mehr? Ah doch, den Windstuff habe ich noch. Ja. Okay, den Windstuff, den habe ich noch. Gut. Dann, was machst du? Das ist jetzt der, ne? Deadly Swarm, ne? 12. 12, klasse. Das ist ein Zauberer. Not affected. 12. Klasse. Big Booty. Auch nochmal den. Hey, wie schön, dass er hinten gleich mal einen umgebracht hat. Ist ja nicht so, dass... Garibaldi. Und... Du kriegst jetzt noch einen Acid Stream 3-1. Weg ist er. Sehr gut. Der ist halt ziemlich übel hier, muss ich sagen. So. Und jetzt suchen wir und wir finden eine rostige Kiste und ein Feuerball macht uns fertig. Wir kriegen ein bisschen Geld. Fünf. So, und jetzt können wir noch diesen Windstuff trotzdem ausrüsten. Item auf den Zauberer und natürlich A. So. Und du removest jetzt deinen komischen Spike Club und equipst den Windstuff. Und dann kannst du diesen Spike Club an den den da geben. Der removed nämlich seinen Zweier und equipped seinen Vierer Spike Club. So, und dann haben jetzt doch alle was davon, ne? Und du tradest deinen Spike Club mit 1 auf A und damit ist das Verkaufsgespräch beendet. Ja. Und da sind wir jetzt. Ich meine, ich war ja schon mal kurz hier irgendwo. Looks like a circus was hier. Genau. Green Message 3. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ah, Green Message 1. Warum habe ich die vorhin nicht gesehen? Weil ich nicht vorbeigegangen bin. Green Message 1 ist hier. So, muss ich mal aufschreiben. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay, also, erstes ist ein O, dann freilassen, ein A, freilassen,
Freilassen. E-E-H-U. Freilassen. W-H-S-S. Freilassen. 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 K, meine Güte. Passt gar nicht auf die Seiten hier drauf. Also diese Buchstaben oder diese Messages, das wird nicht toll werden. Was haben wir hier? Org Convention. Disrupt the unwashed orgs. Nein, will ich nicht. Wenn ich die Org Convention disrupte, kriege ich wahrscheinlich einen Haufen Orks, die irgendwie. Irgendwie was von mir wollen. Genau. Was haben wir hier? Woodsman. Ah ja, gut. Die können wir attacken. 2. 1. 2. Ach, der erste ist ja wieder der. Wieder der Bosch, der erste. Okay, gut. Jawohl, eine Skill Potion. Sehr schön. Müssen wir irgendwen retten? Ja, du darfst dich selber retten. Und das war's. Ach nee. Ersten darfst du auch noch retten. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Noch mehr Griffins. Okay, Attack. Bosch fängt an als Zauberer. Kannst du erstmal hier ein. Lightning Bolt reinhauen? Not affected. Okay, jetzt fangen die an. Wenig. Alles klar. Gut. Attack. 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 Und der Doktor castet ein. Ein Weaken, oder? Ja, ein Weaken. Ist das ein Weaken? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist der Weaken der Zauber, den ich meine? Ja, das ist ein Weaken. Not affected. Doch, warum denn auch nicht, ne? Dann darfst du noch einen Blitz reinhauen. Gut, wenn der Wiegen nicht klappt, dann musst du halt so machen. Und dann darfst du noch ein. Ein Acid 3-1. Ein Acid reinhauen. Zack, 29. Okay, Attack. Attack. Attack, Attack, gut. Dr. Watson. Hast du auch noch irgendwas, was auf einen geht? Ja, ein Pain.
4 Punkte, klasse. Du kannst noch mal ein Asset machen. So, weg sind sie. Sehr schön. Und wir kriegen ein Lucky Knife. Plus 7. Wahnsinn. Lucky Knife plus 7. Mhm. Wo haben wir unseren? Du hast ein Looter Knife gekriegt. Das heißt, der hat dann unheimlich viel Glück nochmal dazu. Aber wer könnte das brauchen, so ein Lucky Knife? Ja, okay. Na dann. Oh, Bosch ist runtergefuddelt. Die haben ganz gut reingewütet hier. In die hinteren Reihen haben sie reingewütet. Aber nicht so viel, dass die anderen hier irgendwas haben, hä? So, dann gucken wir mal. Eine Lichtung. Archers only. Okay. Das klingt interessant. Schon wieder Griffins. Sind die jetzt hier überall oder was? Okay. So, ein Bosch. Ein Bosch kann hier mal wieder was machen. Ah, ein Sandsturm kann er machen. 5-3. Ja, komm, wir machen mal einen Sandsturm. Ja, 52. Okay. Ach, gleich mal hinten. Der Vogel hat den anderen hinten erstmal gleich mal umgebracht. Gut. Wo war noch? Einer ist weg. Gut. Dr. Watson. Komm, gleich erstmal ein heilen hier und dann kannst du uns mal unsichtbar zaubern. Was kannst du denn noch machen hier? Du hast doch auch die ganzen tollen Superzauber hier. Komm, nutzen wir es doch mal hier jetzt, ne? Machen wir doch mal ein Fury Flail auf den 7. 2 auf A. Not affected. Ach. Okay, super. Und was machst du? Nochmal einen Sandsturm? Nein, du machst eine Heilung. Du solltest eine Heilung machen. Ach, macht er nicht. Ach, das ist ja ein Zauberer. Stimmt, Sandsturm. Gut, Steve Austin. Fight B. Fight B. Damit ist nur noch einer da. Du kannst heilen hier. Daneben. Sechzehn. Na, klappt doch. Und eine Pike plus 3. Sehr schön.
Was ist denn eine Pike plus 3? Die ist eine Pike. Kann sogar einen Archer tragen. Ja gut, aber der andere hat halt die besseren Gerätschaften bei sich, ne? Dass diese komischen Flügelviecher hier. Cast 1-4. Damit hätten wir es. Gut, damit sind wir wieder okay. So, ich laufe mal eben diese Reihe hoch und damit sind wir im Schneegebiet. Und Archers only. Okay, wenn ich jetzt drauf laufe, heißt es, Baron Wilfrey refuses to be bothered by any except Archers. Okay. Und jetzt ist er weg, ne? Hm, okay. Und das ist Baron Wilfrey. Hier im Wald hatte ich da nicht auch ein Quest? Baron Wilfreys Lair. Hier habe ich es doch sogar aufgeschrieben. B2112. Und da sind wir doch. Ja, Mist. Okay, da darf ich halt dann auch nur mit Archers hingehen und mit dem Robber. Also mit sonstigen darf man da wieder nicht hingehen. Das wird ganz toll werden, würde ich sagen. Und war mir so klar, dass hier auch wieder Griffins sind, ne? Also attacken wir die mal wieder und Bosch darf mal wieder einen Sandsturm schmeißen. Der erste ist natürlich wieder not affected. Klasse, ey. Fight B. Fight B. Shoot B. Fight B. Einer ist wenigstens weg. Dr. Watson. Schnellheilung bitte. Für den Boba. So. Zauberer. Lightning Bolt. Klasse. Not affected. So. Ultraheilung. Jetzt kommt Bosch wieder. Du kannst auch einen Acid machen. Not affected. Damit ist Bosch gleich wieder weg. Klasse. So. Fight B. Fight B. Shoot B. Wieder einer weniger. Super Heilung auf Bosch. Attack, 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 Attack. Alles klar. 2, 4. Geld, Longbow und ein Warhammer. Okay. So, wo haben wir denn jetzt? Ein Warhammer und ein Longbow. Kann wieder beides nicht von Guten eingesetzt werden. Das heißt, das müssen wir verkaufen. Okay. Dann machen wir halt weiter. Circus, this way.
Hä? Das ist gut. Dreht sich im Kreis hier oder was, das Schild mit dem Zirkus? Das ist echt gut, ne? Na gut, dann. Ach, Moment, ich muss mich mal heilen hier wieder, ne? Dann gehen wir einen noch so und so, 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 so. Und ich würde sagen, ich suche jetzt noch mal ganz schnell den Weg auf, um mich abzuspeichern. Beziehungsweise schnell noch mal verkaufen und dann können wir noch mal gucken, ob wir diesen beim nächsten Mal dann halt gucken. Die Pikes können wir wegpacken. Pike. Pike. Den Lucky Knife, das lassen wir mal. Vielleicht brauchen wir es. Die Skill Potion, die brauchen wir auch. Den Sextanten und den Spike Club nicht. Den Longbow kann ich auch nicht brauchen. Den Warhammer auch nicht. Okay, weil dann guckt man nämlich mal beim nächsten Mal, ob wir nicht irgendwie es schaffen, diesen Bogenschützen da rauszufordern, weil dann habe ich nämlich vielleicht schon das nächste Quest nämlich auch erfüllt. Nur dazu muss ich ihn halt besiegen. Okay, und das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, sagt der Captain.